erste Jumbo Rallye hier in Stübergshorn fand 1982 statt. Da war von Seiten der Lobetalarbeit nur Herr Jenne dabei, der damalige Heimleiter. Danach ist Ute Nettermeier mit eingestiegen, die ganz, ganz lange von uns aus das betreut hat, bis sie verstorben ist. Und als Ute aufgehört hat, habe ich das übernommen als Lobetal-Mitarbeiter. Also, die Jumbo Rallye ist eigentlich hierher nach Stübergshorn gekommen, weil der Werner Kortum, der Gespannfahrer, der sie organisiert hat, eine Nachbarin hatte, deren Neffe bei uns gewohnt hat. Das war Werner Kortum, meine Wenigkeit, Wolfgang Dölle, Lothar Andrichard, Horst Helfenbein. Ja, 1982 habe ich das erste Mal hier in Stübergshorn teilgenommen. Ja, ich bin seit 1989 dabei, aber im Rahmen des Essen sozusagen. Ich war Leiterin des Wirtschaftsbereiches 10 Jahre bis 99 und habe die Arie mitgemacht, als wir hier noch alles selber gekocht haben. Unter anderem für die Jumbo Rallye 400 Hamburger. Das heißt, alle Mitarbeiter, die zu meinem Bereich gehörten, wurden alle mobilisiert, damit wir die vielen Hamburger machen konnten. Das erste Mal 1985 bin ich angesprochen worden von einem Mitglied der Gespannfreunde Bramfeld, die ja, geleitet wurden von Horst Helfenbein seinerzeit noch. Der war ebenfalls, so wie ich, auch im Berufsleben Polizist. Die Frage war, ob wir für die Jumbo hier Streckenposten spielen könnten. So, und das haben wir dann als Club gemacht. Irgendwann bin ich dann in die Streckenorganisation mit eingetreten. Erinnerungen habe ich besonders zur 20. Da sind wir vom damaligen Besitzer vom Heidepark Soltau eingeladen worden. Alle, wie wir da waren. Also die Motorradfahrer, deren Familienangehörigen, die Heimbewohner, das Pflegepersonal, alle kostenlos in den Heidepark reinzukommen. Mittagessen wurde da hingeliefert von Stübergshorn aus. Dafür hatten sie dann extra eine Halle leergeräumt, dass wir dann auch wetterunabhängig da essen konnten. Und wir konnten dann den ganzen Tag wunderbar verleben. Das war grandios. Eindrucksvoll finde ich auch die Offenheit der Gespannfahrer, die wahrscheinlich nicht so viel sonst mit geistig behinderten Menschen zu tun haben, die ja auch manchmal sehr herausfordernd sein können, die aber das ganze Wochenende willkommen waren halt auf dem Zeltplatz. Das ist schon ein sehr gutes Miteinander, seit ich das mit organisiere, finde ich auch das Miteinander im Organisationsteam halt wirklich gut. Jeder weiß so, was er zu machen hat, jeder kann sich darauf verlassen, also man muss nicht viele Worte finden. Was für mich nachbleibt von der ganzen Zeit auf der Jumbo oder die ich hier mitmachen durfte, ist einfach dieses gesellige Beisammensein von Bewohnern, von den Fahrern, von deren Familien, also selbst der Hund ist mit dabei. Also dieses gesellige Beisammensein wirklich von Mittwochabend bis Sonntagmorgen teilweise begleitet oder zum Schluss noch mit dem Gottesdienst. Also das ist insgesamt so eine tolle Erfahrung, unschlagbar. Was ich ganz besonders beeindruckend fand, als die ersten Sterbefälle hier waren von Bewohnern, dass auch viele Fahrer, die schon viele Jahre miteinander Freundschaften hatten, dass die auch zu den Trauerfeiern gekommen sind. Das fand ich also schon beeindruckend. So. Für mich bleibt auf jeden Fall das, was ich hier gleich von Anfang an gelernt habe, der ungezwungene Umgang mit zu Betreuenden. Das, was man vorher nie gelernt hat, das hat man hier gelernt. Das habe ich auch von anderen Teilnehmern gehört, dass sie früher Berührungsängste hatten und die wurden hier völlig abgebaut und die gehen jetzt ganz anders durch die Welt mit einem ganz anderen Selbstverständnis. Also das ist das, was bleibt.
Also von der Jumbo Rallye bleiben auf jeden Fall die Kontakte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt abreißen, also die, die ich gerade beschrieben habe. Weil bestimmt nicht die Gespannfahrer, so schätze ich sie ein, sagen, wir fahren nicht mehr nach Stühl, deswegen melden wir uns dort nicht mehr bei den Menschen, mit denen wir Kontakt haben. Sie dürfen ja gerne auch so vorbeikommen, wenn Sie von Süddeutschland hochfahren, dürfen Sie gerne mal anhalten, auch ohne Gespann und die Bewohner besuchen oder auf einen Kaffee vorbeikommen. Ja, ansonsten bleibt sie uns auf jeden Fall in Erinnerung, würde ich sagen. Ich bin ja Betreuer eines Menschen, der hier auch in dieser Einrichtung wohnt, seit vielen Jahrzehnten auch schon, seit, ich meine jetzt auch schon 30 Jahren oder sowas in der Richtung. Mein Sohn ist jetzt 26, mein Sohn wurde geboren, da war ich schon Betreuer. Und als der kleiner Stöpsel war, da ist er mit einem Schnuller in der Hand, Schnuller im Mund, eben halt mit Klaus an der Hand hier spazieren gegangen. Und wenn man das Bild sich anguckt heute, solche Sachen, die bleiben einfach in ganz, ganz, ganz toller Erinnerung. Das ist so das, was ich hier mitnehme. 40 Mal, das darf man ja nicht vergessen, dass das wirklich alles gut und ohne Unfall über die Bühne gelaufen ist. Dafür sind wir, glaube ich, alle dankbar.